Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Tim Danneberg nach der 2:1-Niederlage gegen Carl Zeiss Jena. Tim, es war heute nicht unbedingt ein Spiel, wo die Zuschauer euch gerne zugeschaut haben. Was lief heute alles nicht so zusammen bei euch? Ja, ich glaube, dass es nicht nur heute ein Spiel gewesen ist, wo die Zuschauer nicht gerne zugeschaut haben. Ich meine, irgendwann ist es auch mal gut, gerade auch von meiner Seite aus. Ich bin, glaube ich, schon einer, der auch in vielen Situationen, wenn es mal nicht so läuft, Positives immer versucht rauszusuchen. Aber mittlerweile ist bei mir, ja, mittlerweile steht es bei mir eigentlich auch schon hier oben, dass ich sage, ehrlich, gerade für diesen Verein, wenn man da nicht in der Lage ist, sich zu zerreißen, so viel herzuzeigen, sich beziehungsweise einigermaßen vernünftig aus dieser Saison zu verabschieden, die wirklich katastrophal gelaufen ist für uns, da brauchen wir ja auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Dann steht bei mir im ersten Moment die Enttäuschung riesengroß, gerade wenn du die Möglichkeit hast, gegen Jena und Bremen mit zwei Heimspielen zumindest einigermaßen eine Saison, gerade für unsere Fans hier zu Hause, vielleicht noch versöhnlich zu Ende zu bringen und es trotzdem nicht schaffst, dann so einen Gegner wie Jena hier zu Hause zu schlagen. Dann hoffe ich, dass jeder Einzelne von uns so selbstkritisch ist, sich darüber auch mal Gedanken gemacht, was diese Saison einfach gefehlt hat, warum wir es nicht hinbekommen haben, gerade Phasen, wo es wirklich gut lief in dieser Serie, über einen gewissen Zeitraum nicht länger konstant zu halten, sondern halt dann immer wieder eingebrochen sind, beziehungsweise immer wieder zu einfache Fehler gemacht haben, die Gegner zum Toreschießen eingeladen. Und wenn sich da jeder eigene selber in die Einkritik nimmt, ich meine, da bin ich auch einer, der mit Sicherheit jetzt nicht nach Hause fährt und himmelhoch jauchzt und da jetzt mit den Kindern spielt oder so, sondern schon einer auch ist, der die ersten Fehler mit Sicherheit immer bei sich selber sucht. Und wenn da jeder Einzelne dann auch so bereit ist, das bei sich selber auch zu tun, ich glaube, ja, dann hätte die Saison vielleicht auch ein bisschen anders aussehen können. Felix Agu ist jetzt bei mir am Mikrofon. Felix, heute dein Drittligadebüt hast du hier gegeben, hast direkt von Anfang an gespielt und dann auch durchgespielt. Aber vom Ergebnis her hat es heute bei euch leider nicht gereicht. Wie war trotzdem für dich deine Premiere heute hier? Also es war natürlich ein schönes Gefühl, so mal sein Debüt geben zu dürfen, vor allem dann halt auch 90 Minuten. Und naja, aber das Ergebnis war dann natürlich nicht so toll, dass wir halt verloren haben. Aber naja, hätten wir halt noch mehr kämpfen müssen. Und die Tore haben wir uns halt dumm eingefangen. Vor allem das 2:0 fand ich. Und naja, dann war es halt schade, dass wir am Ende das 2:2 nicht mehr geschafft haben. Und naja, das hat dann im Nachhinein alles, das Debüt ein bisschen halt verschlechtert. Jetzt im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar keinen großen Bock, mir irgendwie Gedanken über dieses Spiel noch großartig zu machen, weil im Endeffekt bin ich mit so viel Euphorie nochmal in dieses Spiel reingegangen, weil ich halt einfach gehofft habe, dass wir in der Lage sind, die letzten beiden Spiele für uns zu entscheiden. Dass es jetzt schon wieder so gelaufen ist, wie es am Ende dann steht auf der Anzeigetafel, das ist bei mir halt einfach auch im ersten Moment einfach nur Frust und riesengroße Ernüchterung. Wir hätten vielleicht die Chancen, die wir hatten, wenn es auch nicht allzu viele waren, noch besser hätten wir verwerten können. Und ja, das Spiel in die Tiefe haben wir halt nicht so gut umsetzen können. Und ich glaube, daran hat es dann letztendlich ein bisschen gelegen. Du hast jetzt auch gerade relativ lange mit den Fans gesprochen. Was kam da auch an Rückmeldungen an dich zurück? Ja, im Endeffekt muss ich sagen, dass die Fans mir eigentlich ein positives Gefühl gegeben haben. Ne? Jetzt war jetzt nicht so, ich bin schon da hingegangen, auch mit der Erwartung, dass vielleicht ein bisschen mehr Misstöne fallen wären, die dann in dem Moment natürlich auch zurechtgefallen wären. Und wo ich dann aber auch sage, wenn du Fußballer bist, weißt du einfach, dass zum Fußball auch die Fans dazugehören. Und genauso wie die Fans mich kritisieren können, glaube ich, sind die Fans auch so standhaft genug, Kritik dann von mir entgegenzunehmen, wenn ich dem Gefühl habe, dass ich die Fans in gewissen Situationen vielleicht kritisieren müsste. Aber dem war gerade nicht so. Die Fans haben eher positiv zugesprochen, haben gesagt, dass dieser Blick unbedingt nächste Saison nach vorne gerichtet sein muss. Und wenn wir insgesamt im Verein diese positive Grundstimmung, wo es jetzt im ersten Moment mit Sicherheit schwierig ist, die hinzubekommen, weil die Saison halt einfach auf gut Deutsch für den Arsch gewesen ist, wenn wir da wieder hinkommen, positives Gefühl, und da sind in erster Linie wir als Spieler für verantwortlich, indem wir vernünftige Leistungen auf den Rasen bringen, indem wir den Fans zeigen, dass wir bereit sind, gewillt sind, diesen Fußball, der in der Bremer Brücke erwartet wird, hier zu präsentieren. Ich glaube, dann sind wir auch auf einem guten Weg, hier in Osnabrück wieder positiveren Fußball bzw. auch positiveren Zeiten entgegenzusehen. Wie zufrieden warst du denn mit deinem eigenen Spiel heute? Konntest du auch wirklich das auf dem Platz umsetzen, was du dir vorher vorgenommen hast? Also am Anfang war ich schon noch ziemlich nervös,
Aber dann, als das Spiel dann halt am Laufen war, ging es eigentlich. Und am Ende war es dann halt ein bisschen anstrengend, da habe ich dann auch schon Krämpfe bekommen. Aber insgesamt eigentlich war ich relativ zufrieden. Und ja,